Hallo, ich bin Tanja Wawuschel und ich halte euch heute einen Talk. Traut euch, Talks zu halten. Wenn ihr was über mich wissen wollt, meine besten Freundinnen sagen, dich kann ich nicht beschreiben, dich muss Mensch selbst erleben. Und ich glaube, sie haben recht damit. Nicht über diese Folie erschrecken, die ist Absicht. Ihr könnt ja mal versuchen, den Buchstabensalat auf meinem neuesten Tattoo zu entziffern. Einige von euch kennen es vielleicht auch schon von meinem Mastodon-Account. Ich komme nachher nochmal drauf zurück. So, wenn man mich also beschreiben möchte, funktionieren auch meine Mastodon-Hashtags ganz gut. Wawuschel studiert, kann man noch lesen. Psycho-Wawuschel kann man nicht mehr lesen. Zahnwuschel ist zu lesen. Nach 18 Jahren kann ich selber nicht mehr lesen. Wawuschelchen und natürlich Katzen. Katzen gibt's in dem Talk auch. So. Warum auch immer, heute ist mein sechster Talk. Ich so, hä, ist das echt mein sechster? Ja, offensichtlich. Bisher habe ich Talks gehalten zu Borderline, Katzen, Freizeitparks, smartem Klopapier und anderen Produkttests und Katzen. Was sind die Ziele meines Talks? Könnte jemand bitte den Lehrer festhalten? Mehr und vielseitige Beiträge für die Chaos-Events gibt es nur, wenn ihr euch auch traut, Talks zu halten. Deshalb möchte ich euch Mut machen, Talks zu halten, denn ich kann das Waffelkeks-Opa-Jammern nicht mehr hören. Ich weiß nicht, wer seinen letzten Talk auf der GPN gesehen hat. Helft mir, ihr seid meine einzige Hoffnung. Jedes Mal, was ihr über den Waffelkeks-Opa unbedingt wissen müsst, der jammert gern. So ein Jammerlappen. Zitate. Talks halten ist so fürchterlich. So war das nicht gedacht. Das böse, böse Content-Team. Ich stelle euch den Jammerlappen, das Video gleich online, das müsst ihr unbedingt angucken, das passt perfekt zu ihm. Aber ich meine, er lernt es auch nicht. Ich zu ihm, ey, wenn du halt auch 6 Talks einreichst, nimm doch weniger. Der Lehrer, ja, ja, as in I am not listening to a word she's saying. And repeat, jede GPN. So, deswegen, ein Talk reicht, wenn ihr euch traut, einen Talk einzureichen. Ein Talk reicht, ich habe euch mal den CFP von der nächsten GPN. Hier steht extra, in einem Talk oder Workshop auf dem Event und deinen Talk oder Workshop. Da steht nichts von, ihr müsst 6 einreichen. Einen. Ja, Menno. Also, ihr könnt natürlich mehr einreichen, wenn ihr unbedingt jammern wollt. Aber mein Ziel ist es, dein Waffelkeks-Opa das Jammern zu vermiesen. Ein Wurf von der Seitenlinie von Habrock. Dem Lehrer das Jammern zu vermiesen dürfte ziemlich schwer sein. Das ist ein Wiener. Er wollte kein Selfie, deswegen hat meine Freundin ihn einmal gezeichnet mit seiner Lieblingskatze. So, nun aber, Spoiler. Ich glaube, irgendwie so ein bisschen will er doch vielleicht weniger Talks halten. Zumindest haben wir um 18 Uhr einen Workshop. Talk Support von Crazy Cat Krawuschel, das bin ich, und Waffelkeks-Opa. Noch ein kurzer Disclaimer. Dieser Talk dreht sich um meine persönlichen Erfahrungen rund ums Talken im CCC-Umfeld und auch das, was ich mir selber über Psyche und so angelesen habe. Ich beanspruche keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Geht ja auch gar nicht. Thema Content Notes. Dieser Talk wird aufs Imposter-Syndrom und das Thema Lampenfieber eingehen. Außerdem möchte ich kurz das Bilderdenken bei Autismus ansprechen. Erstmal dazu, dass ich jetzt auch noch plötzlich Datenschleuder-Autorin bin. Ich weiß nicht, ob jemand von euch meinen Artikel gelesen hat. Niemand. Ja, du musstest. Wie kam ich denn in die Datenschleuder? Naja, die Redaktion war so verrückt, ja zu sagen, als ich gefragt habe, ob das Thema Traut euch Talks zu halten interessant ist. Zum Weg in die Datenschleuder. Der ist sehr schön auf der Datenschleuder-Webseite erklärt unter Contribute. Gesucht werden Beiträge zur Technologie, zum Zeitgeschehen und zum Wirken in und um den Club. Es ist geschrieben für das Chaos-Umfeld, also für euch und damit auch von euch. Niemand erwartet hocheloquente Artikel, es ist von euch in eurer Sprache. Einfach die Redaktion anschreiben, die Redaktion entscheidet, welche Themen passen. Traut euch, Vorschläge einzureichen. Macht die Datenschleuder mit euren Artikeln bunter und vielseitiger. Sorgt erstmal für weiteren Content, weil ohne Content gibt's keine Datenschleuder mehr. Ja, es ist so viel Text. Ja, stimmt, Datenschleuder-Artikel haben 4 bis 6 Seiten, also bis zu 3000 Wörtern. Das klingt viel, aber ich meine, es gibt ja Bilder, ja, so wie bei den Folien. So, ich habe ein Quiz. Was haben diese Personen gemeinsam? Könnt doch erstmal sagen, wer diese Personen sind. Also ein oder zwei werdet ihr wohl kennen. Ich hätte Waffelkekse mitnehmen müssen, das hätte geholfen.
los. Ein oder zwei der Personen kennt ihr doch. Dankeschön. Noch jemand? Ja, der Doktor. Welcher Doktor? Dankeschön. David Tennant? Jacinda Ahern? Und? Das hat nicht mal der Mann erkannt. Neil Armstrong. Kurz vor seinem Tod? Tod? Ja. Die haben alle über sich gesagt, ich habe das Imposter-Syndrom. Und XKCD hat einen wunderbaren Comic rausgebracht zum Imposter-Syndrom. Ihr könnt es selber lesen. Für die Leute, die zu Hause streamen, habe ich einmal die Übersetzung versucht. Eine Person stellt einer anderen, also eine dritte Person vor. Das ist Dr. Adams. Sie ist eine Sozialpsychologin und die weltweite Expertin zum Imposter-Syndrom. Dr. Adams, ach, ne Quatsch. Es gibt sehr viele andere Leute, die sehr viel besser sind. Oh. Das ist Imposter-Syndrom, sehr gut erklärt. Hier. Was ist denn Imposter-Syndrom? Auf Deutsch heißt es Hochstapler- oder Mogelpackungssyndrom. Ich persönlich mag das Wort Hochstapler nicht, weil es so nach kriminell klingt. Die Person macht irgendwas Verbotenes. Deswegen Mogelpackung impliziert schon, dass die Person es nicht bewusst macht. Imposter-Syndrom ist ein psychologisches Phänomen. Es ist keine Erkrankung, kann also auch nicht diagnostiziert werden. Betroffene sind trotz objektiv Sicht und messbarer Fakten für ihre Fähigkeiten überzeugt, dass sie ihre Erfolge und Anerkennung nicht verdient haben. Sie gehen ständig davon aus, dass andere sie bald als Mogelpackung entlarven werden. Anzeichen für Imposter-Syndrom sind eben dieses als Mogelpackung geoutet zu werden. Bei Erfolgen Anerkennung irgendwie, das habe ich aber gar nicht verdient, ich habe doch gar nichts gemacht. Dann eben positives Feedback auch, nee, Quatsch. Und das führt dann auch dazu, anderen nicht mehr zu vertrauen. Dann viel zu viel vorbereiten, weil immer zu viel erreicht werden muss. Und trotzdem werden Erfolge immer auf Glück oder vielleicht irgendwelche äußeren Einflüsse geschoben. Außerdem sind Betroffene sehr oft unfähig zu realistischen, objektiven Selbsteinschätzungen und haben Selbstzweifel. Außerdem auch eine Angst, erfolgreich zu sein, weil im Denken der Betroffenen Erfolg die Wahrscheinlichkeit aufzufliegen erhöhen würde. Betroffene mit Imposter-Syndrom stehen sich also selbst im Weg, auch wenn es darum geht, Talks einzureichen oder zu halten. Ich hatte mit dem Mann die Diskussion, du wolltest doch noch mal über die Katzenklappe einen Talk machen. Und er so, ja, aber die ist nicht perfekt, die ist ja jetzt kürzlich auch zugefroren und ich könnte es vielleicht anders machen. Ja, aber du hattest die Idee, selber eine Katzenklappe zu automatisieren. Das Imposter-Syndrom wird in 5 Typen grob unterschieden. Perfektionistinnen setzen sich unrealistisch hohe Ziele und sind nie zufrieden mit dem, was sie erreichen. Perfektionistinnen mit Imposter-Syndrom glauben, dass sie nicht fähig und geeignet sind, Talks zu halten, weil sie an sich selbst den unerfüllbaren Anspruch haben, in ihrem Talk 100% perfekt zu sein, keine Fehler zu machen, also auch keine Punktfehler, kein falsches Wort, gar nichts. Superheldinnen mit Imposter-Syndrom sind der Meinung, ich muss in allem, was ich tun, der die Beste sein. Und zwar wirklich in allem, im Haushalt genauso wie im Beruf, genauso wie darin, einen Talk zu halten oder so. Und sie glauben, sie sind nicht fähig oder geeignet, Talks einzureichen, weil sie die Zeit nicht finden werden, stundenlang Folien zu erstellen, dafür tiefe Recherchen zu betreiben. Nur das wird ja gar nicht erwartet. Ich glaube, niemand von euch erwartet jetzt, dass hier jetzt ein Experte im Imposter-Syndrom steht. Das wäre auch echt schlecht. Expertinnen mit Imposter-Syndrom wollen immer mehr lernen, weil sie sich sagen, ich bin aber nur Expertin, wenn ich alles über meinen Bereich weiß. Das geht aber gar nicht. Du kannst nicht jede noch so coole Seitentheorie kennen. Und die Expertinnen mit Imposter-Syndrom glauben, dass sie nicht fähig oder geeignet sind, Talks einzureichen, weil sie eben nicht noch so jedes kleine Detail gelesen oder verstanden haben oder weil das Projekt vielleicht nicht abgeschlossen ist. Nur ich glaube, ihr kennt es alle selber, Projekte sind irgendwie nie abgeschlossen. Dann The Natural Genius mit Imposter-Syndrom. Diese Menschen denken, ich muss alles immer mir selber angeeignet, sondern ich muss es schon damit geboren sein, ansonsten, wie ich es mir aneignen musste, bin ich nicht geeignet. Diese Personen sind also, es haben etwas nicht auf Anhieb geschafft, was anderen nach ihrer eigenen Überzeugung aber gelingen müsste oder praktisch, weil sie nicht verstehen, wie Folien erstellt werden, wie das aussehen soll und so. Dann gibt es noch Einzelkämpferinnen mit Imposter-Syndrom. Die Personen denken immer, ich muss immer alles alleine machen. Wenn ich es im Team mache, bin ich ja selber nicht mehr geeignet. Naja, aber ganz ehrlich,
Wenn die Einzelkämpferinnen nicht da wären, hätte auch das Team keinen Erfolg. Sie sind ja offensichtlich wichtige Komponenten dafür. Und deswegen auch geeignet, einen Talk zu halten. Jetzt hatte ich das Problem, ich habe einen Selbsttest gemacht, weil ich ja Skills vorstellen wollte. Ich so, ups, ich habe kein Imposter-Syndrom und zwar so wirklich überhaupt nicht. Was tue ich denn jetzt? Ich so, hey, Herr Möchtegern Holzfäller, komm mal her, bitte mach mal diesen Selbsttest. Und ich habe auf Mastodon, wie gesagt, den Hashtag nach 18 Jahren, weil nach 18 Jahren Ehe braucht Mensch keine Gründe, sich zu trennen. Die hat Mensch sowieso. Nach über 22 Jahren Beziehung braucht Mensch Gründe, um zusammen zu bleiben. Special reason für diesen Talk, weil du mein Imposter-Syndrom-Versuchskaninchen bist. Er hat einverstanden gesagt. Und dann haben wir uns zusammen Skills angeguckt. Es werden zig Skills vorgeschlagen für Imposter-Syndrom. Lass uns ein paar auswählen. Der, den ich am wichtigsten fand, hat Habrock erstmal rausgeschmissen. Self-Awareness. Er hat ihn rausgeschmissen, weil er sagte, naja, aber ich bin mir ja darüber bewusst, dass ich Imposter-Syndrom habe. Ja, wir sind uns aber tatsächlich nur darüber bewusst, weil wir beide, er wegen Autismus, ich wegen Borderline, ADHS und so, psychotherapeutische Erfahrung haben. Aber ohne diese hat man diese Self-Awareness eben nicht. Das ist aber wichtig, bei allen psychischen Auffälligkeiten, erst wenn wir uns bewusst machen, dass wir zu etwas tendieren, können wir uns beobachten, Skills finden und was ändern. Deshalb beginnt damit, euch zu fragen, ob ihr Imposter-Syndrom habt, wenn euch das hier in meinem Talk bekannt vorkommt. Und gegebenenfalls, welchen Typ. Ich hatte in meinem letzten Talk gesagt, Selbsttests sind immer schlecht, aber im Imposter-Syndrom sind sie hilfreich, weil man sich das ja auch selber nicht eingestehen würde, weil das kann nicht sein, dass ich mich hier richtig eingeschätzt habe. Ich schätze mich ja nie richtig ein. Okay, jetzt aber zu den Skills, die Habrock empfohlen hat. Fokus auf die objektiv überprüfbaren Fakten und Daten. Seid euer eigener Detektiv. Ich hoffe, man erkennt das. Genau, Finn als Sherlock, man erkennt das. In der DBT heißt es Realitätsüberprüfung. Trent versucht es, die messbaren Fakten von Emotionen und Psyche, um so eine rationale, realistische Ebene der eigenen Bewertung zu erreichen. Beispiel bei Talks. Ich bin die einzige Person, die bereit ist, einen Talk zu dem Thema zu halten. Somit bin ich die am besten geeignete Person für den Talk. Dazu auch, kenne deine Stärken, reflektiere. Angenommen, das sei jetzt so eine Mogelpackung, dann gibt es ja bestimmte Charaktereigenschaften, die überhaupt erstmal dafür gesorgt haben, trotzdem bis heute in dieser beruflichen Position zu sein oder das Projekt angefangen zu haben. Welche Stärken waren das? Versucht das mal rauszufinden und euch dann darauf zu konzentrieren. Das Imposter-Syndrom kann man auch, das mache ich auch bei meinen psychischen Erkrankungen, auch bei Depression zum Beispiel, als Freund, Freundin sehen. Als eine Person, die Hinweise darauf gibt, was sind tatsächliche greifbare und veränderbare Probleme mit Projekten, beruflichen, also wo habe ich Verbesserungsmöglichkeiten. Das hier ist NASA als Holmes, weil ich fand das sehr passend, Sherlock als Detektiv und NASA als Holmes, genau. Dann, talk to yourself like you talk to your best friend. Wir Menschen sind uns immer selbst die stärksten Kritikerinnen. Was würde ich also Freunden in der Situation sagen? Habrock, würdest du jetzt jemandem, der diese Katzenklappe so weit gebracht hat, raten, den Talk zu halten? Weil es ist ja was, was du vorstellen könntest. Er antwortet mir nicht mehr. Oder über berufliche Sachen. Und was würde man diesen Leuten sagen, wenn sie Fehler machen und sich davon bremsen lassen? Deswegen, Psyche verwuschelt, seid gut zu euch. Vergebt euch selbst auch einfach mal, wie ihr Freunden vergeben würdet. Sagt, wenn ihr morgens nicht aufstehen könnt. Ich habe heute keinen Waffelkeks bekommen, weil es ist ja keine Leistung, aus dem Bett zu steigen. Ja, da. Wenn ihr schlechte Tage habt, wenn ihr mal nicht sagt, ich möchte jetzt in Gesellschaft sein, wenn ihr einfach den ganzen Tag nur rumliegt, Netflix guckt, whatever, oder die Talks hier streamt. Und es ist auch okay, mal Angst zu haben, zu emotional zu sein oder das Falsche zu sagen. Ein anderer Skill, über den wir tatsächlich sehr lange zu Hause diskutiert haben, ich habe gesagt, für mich ist es immer Worst-Case-Kopfkino. Habrock meinte, nee, sag lieber Average-Case. Im Saal werden sehr viele Leute sitzen, die bei Worst-Case wirklich gleich an Explosionen und so denken und das ist nicht gut. So, jetzt einfach mal Kopfkino. Unterstellt, der Talk wird aus welchen Gründen auch immer eine Katastrophe. Dann einfach mal überlegen, okay, was würde das danach bedeuten? Okay, danach wäre es mir wahrscheinlich peinlich, aber eine Woche später, ja, okay, dann bin ich wieder zu Hause, ist egal. Nach einem Monat, nach einem Jahr hätte es wohl überhaupt gar keine Bedeutung mehr. Von mir ein Beispiel, ich habe bei einem meiner Talks einen wirklich furchtbaren Jurastützer gemacht. Ja, mittlerweile, ich weiß es,
weiß, dass ich darauf achten muss, aber es ist kein Problem, ich studiere jetzt endlich Jura. So, ich werde den Fehler kein zweites Mal machen. Aber ansonsten fragt dann niemand mehr danach. Ich wollte euch eigentlich Harprocks Favorite Skill vorstellen, dann hat er den einfach MinCorrect genannt und die haben ihn tatsächlich in der Folge besprochen. Deswegen habe ich mir gedacht, einige von euch wissen vielleicht, was es mit diesem Bild auf sich hat. Ansonsten fragt einfach den Mann. Weil wenn ich jetzt dazu was sage, ist es sowieso nicht recht. Es ist das Falsche und nicht richtig erklärt. Ihr braucht gar nicht lachen. So, aber zurück zum Thema, traut euch Talks zu halten. Ich wollte mit euch so ein paar Stichworte einfach mal angucken. Der Call for Participation zum Beispiel, den haben wir jetzt auch gerade offen, auf jeden Fall für die GPM, die sich, glaube ich, auch noch über Talks freut. Lyra? Die GPM braucht auch noch ein paar Einreichungen, oder? Also ja. verschiedene Events haben ja Mottos. Heute sind wir bei EH20 Back to Root oder dann Error 451 unavailable for legal reasons hatte die GPN mal oder Factory Reset. Ja, grundsätzlich werden schon passende Talks gern gesehen, aber es ist zum einen nicht möglich, wirklich passende Talks zu machen. Und wisst ihr, was grundsätzlich im Juristendeutsch heißt? Ja, für jede Ausnahme gibt es eine Regel. Genau, einfach trotzdem einreichen. Das Content-Team selber wird entscheiden, ob es passt oder nicht. Ich habe mir jetzt gedacht, vielleicht sollte ich ein paar so Themenvorschläge, Inspiration auch mal für Themen mitbringen. Allgemeine Anregungen. Schaut euch mal die Fahrpläne bisheriger Events an, um so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, was dort so war. Vielleicht gibt es gerade aktuelle Themenprojekte in den Hackspaces oder eure eigenen Themenprojekte, irgendwas Berufliches, was besonders interessant ist. Das aber bitte mit ArbeitgeberInnen absprechen oder möglichst viel anonymisieren. Dann dachte ich mir, eine aktuelle Anregung für die GPN könnte sein. Da ist im Sommer so ein kleines Camp, habe ich gehört. Wir gehen nicht hin, aber da gibt es sehr viele Themen zu Lichtinstallationen, zu Survival im Camp. Das wäre doch was, da können, glaube ich, viele von euch was dazu sagen. So. Dann, was ihr für einen CFP braucht, ich habe mir da auch mal erlaubt, das Pre-Talks von der GPN zu nehmen, weil es sieht eigentlich immer gleich aus. Das ist das Formular, das seht ihr so, wenn ihr sagt, ich möchte jetzt was einreichen, das ist das Erste, was ihr seht. Ihr braucht einen Titel, der sollte aussagekräftig sein, weil es ist die Werbung für euren Talk. Was erwartet das Chaos, wenn der Talk angenommen wird? Muss im Titel stehen, weil der fällt beim Fahrplan sofort ins Auge. Kann man das erkennen? Ja. Wenn jetzt mein Talk nur Talk heißen würde, wäre es wahrscheinlich nicht so interessant, aber bei Traut euch Talks zu halten, wisst ihr schon so ungefähr, worum es gehen könnte. Meine Folien jetzt. Dann die Einreichungsart. Gibt mal unterschiedliche Auswahl, aber so grundsätzlich Talk von 30 Minuten, Talk von 60 Minuten oder ein Workshop. Es ist nicht schlimm, wenn der Talk letztlich kürzer ist. Nur länger wäre schlecht und auch meistens nicht möglich. Bei Firechance war es bei mir so, ich hatte einen Talk eingereicht von, ich glaube, 45 Minuten. Ich so, okay, könnte ich vielleicht doch den längeren Slot haben? Am Ende hatte ich den Maximalslot und habe den auch noch leicht überzogen, weil ich erst beim Folien erstellen gemerkt habe, ups. Dann die Zusammenfassung ist ein Teaser-Text für einen Fahrplan. So ein too long, didn't read. Die Beschreibung ist die ausführliche Inhaltsangabe zum Talk. Das Content-Team will sich eine Vorstellung davon machen, ob und wie euer Talk in diesen Fahrplan passen würde, wenn der Fahrplan erstellt wird und überlegt wird, welche Talks nehmen wir, welche nicht. Ansonsten gehören noch rein, das sind noch möglich reinzupacken, ein Bild oder eine erste Folie als Teaser im Fahrplan, Content-Notes, also mögliche Trigger, Bild und kurze Beschreibung von euch, damit man einfach schon sieht, was einen vielleicht erwartet. Zusätzliche Vortragende, ihr müsst hier oben nicht alleine stehen und sowas zum Beispiel besonderer Technikbedarf. Das sind aber Sachen, die können nachgetragen werden. So sieht es aus vom Formular der ersten Seite zum Fahrplan, wenn man so ein Streber ist wie ich und eigentlich alles ausfüllt. Dann zum Umgang mit Absagen. Absagen sind nicht persönlich gemeint. Das musste ich auch wirklich sehr lernen und ich war auch etwas enttäuscht, weil ich habe hier für hier drei Talks eingenommen und einen Workshop eingereicht. Es wurde nur ein Talk genommen und ich so, aber hey, es wurde ein Talk genommen. So, deswegen, ich bin die Meisterin im alles persönlich nehmen und ich sage, Absagen sind nicht persönlich zu nehmen. Vor allem das Content-Team wird sich nicht überlegen, die Person mit den grünen Haaren, die stört mich, deswegen nehme ich die Talks nicht. Es wird da in der Regel zu viele Einreichungen geben oder der Vorschlag passt nicht zur Richtung des Events, die sich eben erst zeigt, wenn die verschiedenen Vorschläge sortiert werden. Es ist übrigens sehr gemein, dass es hier so stark nach Waffeln riecht. Ja, ich weiß.
Was aber konkret sein könnte, dass ihr beim nächsten CFP mehr Gewicht drauflegt, wie euer Titel ist, euer Teaser und die Beschreibung. Der Lehrer, ich und die Hexen, wir helfen euch gerne. Wenn ihr eine Idee habt, kommt in unser Workshop oder schreibt uns auf Mastodon. Wir helfen euch gerne. Und bitte, gebt nicht nach einer Absage auf. Es wird ein Event geben, wo euer Talk dann genommen wird. So, ich habe ein paar kurze Tipps zum Erstellen von Folien, nur ein paar kurze, weil im Workshop gleich gibt es da noch was mehr dazu. Für mich ist es so, ich habe meine Folien als Gedankenstütze und roter Faden. Dadurch, dass ich ADHS habe, habe ich hier auch durch euch sehr viele Eichhörnchen. Und dann, aber ich habe meine Folien als Gedankenstütze, ich weiß, wo ich hin möchte und ich muss auch nicht so lange nachdenken, was ich sagen wollte oder so. Aber 3 SpeakerInnen, 5 Meinungen. Jeder muss selbst rausfinden, was am besten zum eigenen Vortragsstil passt. Und bitte nicht mit euren Folien eskalieren. Deswegen hatte ich meine Folie so gemacht. Ich habe sie selber nicht mehr verstanden am Ende, aber ich dachte, das ist jetzt ein sehr gutes Negativbeispiel, weil es lenkt mich selbst ab. Was ich gut fand, ich habe immer gerne ein Bild drauf und eine klare Struktur, eine Übersicht, in der ich mich festhalten kann. Und wer den Anfang von meinem Talk zu frech fand, der Waffelkeks-Opa ist genauso zu mir. Was ich auch immer sage, wenn ihr Besonderheiten habt, teilt die mit. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob jemand von euch die Talks von Hard Rock zu aus der Koboldgruft gesehen hat. Mein Mann hat ja sehr viele Ass und Hms mit drin, teilweise langes Nachdenken. Da habe ich ihm gesagt, sag am Anfang von deinem Talk, warum es so ist. Und zwar durch Autismus denkt er in Bildern, nicht in Worten. Das ist unglaublich schwierig zu beschreiben. Deswegen habe ich einmal hier diesen Supermarkt fotografiert. Wenn ich mir einen Einkaufszettel erstelle, mache ich auf die Sachen und dann finde ich die schon. Er erstellt sich die wirklich nach der Reihenfolge, wie er den Supermarkt jetzt gerade in seinem Kopf vor sich sieht. Das ist so richtig, ja. Stockendes Sprechen verwechseln Außenstehende oft mit langsamem Denken und fehlender Intelligenz. Das macht mir auch noch 22 Jahren teilweise noch das Zuhören schwer, auch durchs ADHS. Dieses Bilderdenken ist unheimlich kompliziert, deswegen bin ich gerade dabei, ihn zu bearbeiten, deswegen gemeinsam einen Talk für die GPN einreichen, wo wir das erklären, aber mal gucken. So, ganz wichtig aus meiner eigenen Erfahrung, macht ein PDF von eurem Talk. Ich hatte es auf Feierchance so, wir haben uns eine Viertelstunde vorher getroffen. Thema Eichhörnchen. Steht der Saal noch? wo war ich? Genau, wir haben uns eine Viertelstunde vorher getroffen. Ich so, okay, mein Talk ist da, hier. Ja, dieser Stream ist endlich zusammengebrochen. Dann, was ist denn? Keine Ahnung, offensichtlich hatte ich zu viel Traffic verbraucht. Und dann habe ich es noch als PDF gemacht. Eine Minute vorher konnten wir dann doch noch online gehen, stabil. Thema Üben. Üben ist super wichtig. Den Talk üben. Warum? Ich übe meine Talks immer. Viel zu oft. Lacht er mich einfach aus? Gründe Talks laut, Probe zu halten, mehrfach. Das ist für die eigene Zeiteinschätzung, muss der Talk kürzer oder auch länger, wie eben im Opening, kann ich vielleicht noch mehr reinbringen? Es hilft, mit den eigenen Folien vertraut zu werden, weil nur dann funktionieren sie als Gedankenstütze und roter Faden. Wenn ich nicht weiß, was als nächstes kommt. Zeitgefühl, wenn es ernst ist, durch Kennen der Folien, vielleicht erfahre ich kurz vorher, nee, Moment mal, dein Talk geht aber nur 20 Minuten, dann kann ich noch schon was rausschmeißen, wenn ich meine Folien kenne. Und mir hilft es zum Beispiel auch, Fehler und Ungereimtheiten zu merken und gegebenenfalls zu korrigieren. Also, anders als meine beiden Kater hier, im Talk nicht zu verwirren, deswegen üben wir das. So, Thema Rubber Duck Debugging, aka Rubber Ducking, ich es immer nenne. Ich weiß nicht, ob euch das aus dem Programmieren vielleicht bekannt vorkommt. Das ist, ich stelle hier zum Beispiel eine Quietscheente neben mich und erzähle der das Problem, weil die antwortet zwar nicht, aber dabei finde ich irgendwann die Lösung. Also, wenn ihr Talks übt, besorgt euch eine Rubber Duck, also eine Quietscheente, nicht irgendwas anderes hier bitte. Oder was Vergleichbares, eine Katze, einen Möchtegern-Holzfäller. Das ist allerdings meiner, ihr braucht einen eigenen. Bittet eure verfreiwilligte Rubber Duck, euren Talk Probe zu hören und euch Feedback zu geben. Diese verfreiwilligte Rubber Duck ist auch ganz praktisch, weil irgendwas wird der umfallen, sie wird ein Geräusch machen, da gewöhnt man sich schon mal dran, dass es in einem Saal vom Vortrag auch nicht ruhig sein wird. Und versucht dabei aber auf euch selbst zu achten. Ihr werdet hoffentlich merken, welche Folien in eurem Kopf anders besser wirkten als beim Halten und könnt noch was ändern, weil die Folien sind nur dann gut, wenn sie euch selber helfen und ihr sie auch vortragen könnt. Jetzt kommen wir noch zum Thema Lampenfieber.
Wenn ihr euch mal die Bilder, die ich jetzt habe, von meinen bisherigen Talks anguckt, fällt euch da vielleicht bei mir was auf? Feuerchance 22, Leben mit Borderline. IPN 20, war noch besser, weil da war ja tatsächlich live auch jemand vor Ort. Leben mit Borderline. IPN 19, Lifehacks aus dem Leben einer Produkttesterin. Und auch Survival außerhalb der Koboldgruft, da war ich nicht mehr allein gestanden. Und auf der GPN 18, die Katze ist der Chef im Haus und der Geek muss es ausbaden. Also ich sehe es, ich weiß nicht, ob ihr das seht, an mir immer so, was mache ich hier? Warum stehe ich hier? Bin ich verrückt geworden? Sind die verrückt geworden, mir einen Talk zu geben? Ja, offensichtlich sieht man das so, wie ihr lacht da drüben. Ja, Lampenfieber trifft uns alle. An der Stelle jemand, da hallo da draußen, danke für diese tolle Lampe. Ich hoffe, die hat dem Imposter-Syndrom auch geholfen. Das nennt man, glaube ich, einen neuen Menschen so. Ah, okay, Lampenfieber ist die körperliche, emotionale Reaktion von einem Auftritt oder Talk. Ähnlich auch bei Prüfungsangst. Bei mir war das vor der GPN so, der Gedanke, ich kann das nicht. Und tatsächlich das Lähmungsgefühl, wir saßen im Diner. Ich so, ich bleib jetzt hier sitzen, ich kann eh nicht mehr aufstehen. Ich bleib hier sitzen, bis der Talk vorbei ist. Und geistiger Blackout, was für ein Talk, was hatte ich nochmal für Folien? Hä? Heute war das so, also als ich gesehen habe, ich habe den ersten Talk, ich sag, sind die alle verrückt geworden? Ich hier den ersten Talk? Dann, okay, gut, dann mache ich das. Dann kamen wir hierher, ich kam hierher, Lehrer spricht mich an. Na, Tanja, bist du schon nervös? Ich so, na, nicht wirklich, wird schon. Dann hat er echt versucht, mich nervös zu machen, damit ich Lampenfieber habe. Aber er hat auch recht, weil Lampenfieber ist tatsächlich wichtig. Diese biologische Reaktion, damit wir eben dann auch dastehen und es gut vortragen. Ein bisschen Lampenfieber brauchen wir. Was hilft, wenn das Lampenfieber zu stark ist? Radikale Akzeptanz, mein Lieblingsskill aus der DBT. Einige von euch kennen den vielleicht schon. Es ist, gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich zu ändern vermag. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Oder auch einfach, die Situation ist, wie sie ist, sonst wäre sie anders. Radikale Akzeptanz. Ich halte gleich einen Talk. Irgendwer kam auf die verrückte Idee, einen so riesigen Workshop, einen so riesigen Raum zu benutzen mit einer Tribüne. Aber okay, ich habe den Talk selbst eingereicht, weil ich anderen, also euch, dieses Thema näher bringen wollte. Ein Thema, das mir wichtig ist. Ich habe gute Folien erstellt, mit denen ich zufrieden war. Ich habe gerade Lampenfieber. Das ist eine normale biochemische Reaktion, die mir aber auch weiterhilft. Dann habe ich für mich selber eine Checkliste. Was gegen Lampenfieber hilft, ist nämlich auch gute Vorbereitung. Habe ich meinen Talk Probe gehalten? Mehrfach? Habe ich Wohlfühlkleidung gewählt? Online findet man ganz oft den Tipp, ja, du musst aber Klamotten anziehen, die schick sind. Leute, wir sind hier das Chaos. Ihr dürft euch wohlfühlen. Nicht irgendwie am Anzug oder so. Wenn ihr euch darin wohlfühlt, okay, aber nein, ihr könnt auch in der Jogginghose hier stehen. Habe ich meine Folien dabei, idealerweise auch PDF und Kopie? Habe ich mich mit der Technik vor Ort vertraut gemacht oder Heroldin da, die mir helfen können? Dann, was auch gegen Lampenfieber hilft, mit Anwesenden oder Heroldin Smalltalk führen vorab. Ich hatte in meinem Borderline Talk die Folie drin, I hate Smalltalk. Ich lasse euch den mal selber lesen, damit ich was trinken kann. Habt ihr, da der Mann redet, du liest immer langsam, du hast schon gelesen. Das kann ich weiter? Ja, okay. Bei Smalltalk mit Anwesenden, zu mir war ist sogar ich nicht in der Lage, erkennt ihr wieder, wir sind das Chaos. Niemand reißt mir den Kopf für Fehler ab oder wenn ich Stockungen im Talk habe. Entitäten interessieren sich für das, was ich zu sagen habe oder für meinen Talk, sonst wären sie nicht da. Außerdem, die Entitäten hier freuen sich, dass sie nicht hier vorne stehen müssen, weil ich mich traue. Da gibt es trotzdem irgendeinen Talk. So war das nicht gedacht. Das war jetzt kein Fishing for Compliment. Scheiße, jetzt werde ich rot. Ihr seid gemein, jetzt werde ich rot. Was noch gegen Lampenfieber hilft? Ein lockerer, humorvoller Einstieg. Hatten wir ja eben beim Opening auch. Und wenn es mit FreundInnen ist, dann dürft ihr da auch dissen. Ne? Und eben die eigenen Folien als Gedankenstütze beziehungsweise roten Faden benutzen. Nein, die Katze hat überhaupt gar keinen Zusammenhang damit, aber hallo, ich bin bekannt für Cat-Content. Katzen auf die Folien. Und dann Feedback holen. Erst nach dem Talk, dann von Freundinnen, die vielleicht auch im Livestream waren, dann mit sich selbst.
Aber bitte, Leute, fragt nicht YouTube. Ich habe euch mal ein Best-of. Dämliche Kommentare zu meinen eigenen Talks. Im Ernst jetzt, sowas kann man vor echtem Publikum vortragen? Was denn, dein Kommentar oder mein Talk? Komische Plattform für so ein Thema. YouTube? Da darf alles? Oder Chaosumfeld? Ja, dann guck ihn doch einfach nicht. Was hat das mit Technik zu tun? Entschuldigung, Kommentar am Thema vorbei. Mein Lieblingskommentar war tatsächlich, man sollte mal prüfen, ob die Art und Weise dieses Vortrags einen Schadensersatzanspruch rechtfertigt. Ich höre nur Mimimi. Schön, dass du das so siehst. Ich studiere mittlerweile Jura, ich habe das mal kurz geprüft. Du kannst meinen Talk einfach nicht gucken. Aber ich vielleicht wegen dem Kommentar. Also, Leute, lest es einfach nicht, ihr regt euch nur auf. Dann, die Frage ist, was wir auch mal mit Habrucks Therapeutin hatten, soll ich meinen eigenen Talk anschauen? River sagt wie ich ja, weil ich so Schwächen im Vortrag erkenne, also zum Beispiel, welche Folien sich nicht als Gedankenstütze roten Faden eignen, mich nächstes Mal besser machen kann, Verbesserungsmöglichkeiten erkennen und außerdem tatsächlich, wir sind uns selbst die ehrlichsten Kritikerinnen. Aber NASA sagt, nein. Warum? Sag ich jetzt nichts dazu wegen Triggern, aber ich glaube, ihr könnt euch das selbst überlegen. Da kann es unzählige Gründe geben. Macht einfach, was für euch besser ist. Hauptsache, ihr traut euch, Talks zu halten, denn es wird euch wirklich niemand den Kopf abreißen. Ich habe es probiert, es funktioniert nicht. So, Fragen, Feedback, ihr könnt mich auch einfach ansprechen, wir sind, glaube ich, alle 4 Tage da. Die Frau mit den grünen Haaren ist scheinbar nicht zu übersehen, vor allem nicht in Richtung Workshopraum. Da geht's jetzt auch gleich hin zum Talk-Workshop mit Tracy Kettkrawuschel und dem Waffelkeks-Opa. Danke für eure Aufmerksamkeit. Jemand? Ihr müsst nicht. Anmerkung? Nö, Leute gehen schon. Ja, hi. Hi. Erstmal, ich fand's voll cool. Ich habe eigentlich keine Frage. Ich wollte nur sagen, ich fand's voll cool. Ich war eigentlich nur am Vorbeilaufen. Ich wollte den Talk nicht sehen. Also ich... Nein. was ich wollte, ist, ich... Du wolltest meinen Talk nicht sehen, okay. Entschuldigung. Ich höre mir normal keine Talks an. Ich hatte nur nichts zu tun und es hörte sich nice an. Das ist ausreichend, dass ich reingekommen bin von draußen als jemand, der sich normal keine Talks anhört. Deswegen, Dankeschön. Einfach noch als Hinweis zu, wenn man mit Kommentaren im Internet ist. Alles, einfach alles, was nicht positiv ist oder wo du dir nicht sicher ist, ist das positiv und was kein Feedback ist, was dich aufbaut, womit du weiterkommst, löschen. Einfach kannst löschen. Du auf YouTube halt nicht. Echt? Nee, also wenn du es selbst nicht hochgestellt hast. Ja, genau. Ja, also deswegen besser gar nicht erst lesen. Ja, also du musst entscheiden, du musst dich damit beschäftigen, was ist positiv, was ist negativ. Das halt nur selber, wenn man die moderieren kann, die Kommentarspaces, dann ist es hilfreich für alle, wenn man es positiv im Space hält. Ja, danke. Aber sonst sehr gut, danke. Sehr nice. Jo, danke fürs Halten. Dankeschön. Noch jemand? Eine Frage? Eine Anmerkung? Wer kommt einfach in unseren Workshop? Ihr könnt doch einfach rufen und ich sag es dann laut. So, hast du eigentlich ganz gut vorgetragen. Ich wollte mal so fragen, halt, wie oft hast du es ausprobiert, so vorzutragen? So als, damit man halt selber so ungefähr grob in der Hausnummer hat. Diesen Talk? Ja, diesen Talk, sagen wir mal, diesen Talk. Den habe ich vorhin im Hotel nochmal probiert und ansonsten einmal vor Habrock, der aber nicht zugehört hat. Also wirklich nur als Rubber Duck, so setz dich mal hin. Bei den früheren Talks, das hat der Lehrer mich vorhin dran erinnert, Tanja, vorhin, als du den ersten Talk gehalten hast, doch letztes Jahr auf der GPN, du warst ein Häufchen Elend. Du hattest so Panik und jetzt stehst du da und sagst mir, du hast keine Angst. Das ist Gewohnheit. Das reißt einem niemand der Kopf ab. Ich brauche Waffelkekse, dann fragt vielleicht mich jemand was. Ja, eben, so macht es der doch immer. Genau. Das ist, okay, auf der GPN, aber keine Waffelkekse, die sind ja schon Trademark. Ihr könnt mich auch gerne ansprechen, wenn ihr Fragen habt. Sie mag keine... Ich habe auch ADHS und Autismus und Dinge rasen in meinem Kopf und ich höre mich gerne selber sprechen.
Ich mich nicht. Ich höre mich nicht gern selber sprechen. Ich eigentlich auch nicht, aber es fühlt sich so an, als würde jemand anderes sprechen. Das kenne ich. Ja, genau. Was mir letztens aufgefallen ist, ich habe sehr viel Self-Awareness. Ich analysiere mich selbst konstant am laufenden Band, ohne aufzuhören. Ich habe mehr Ahnung über mich selbst, als ich gerne hätte teilweise. Mhm, das kenne ich. Und das Ding ist, was mir aufgefallen ist, es hilft nicht. Also im Sinne von... Darf ich kurz unterbrechen? Ja. Ich glaube, das ist eher ein Thema, was wir vielleicht persönlich diskutieren sollten, als dass es zum Talk gehören würde. Ja. Wir unterhalten uns gleich, also okay. Nach 19 Uhr. Also es hilft schon zu wissen, was abgeht, aber es macht's nicht besser. Ja, nach 18 Uhr kann ich mich nicht unterhalten. Ja. Self-Awareness ist gut. Aber... Ihr traut euch alle Talks einzureichen für die GPN, hoffe ich. Okay. Dann mache ich den Laptop aus.